Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stella, Blade und dem Beagle. Ich habe mich dazu entschieden, ihm nur den Memory Stick zu geben, denn er ist der Überlebende, der sowieso schon genug Schuld mit sich trägt. Also mache ich das nicht, ihm sein Leben jetzt endgültig zu zerstören, weil darüber wird er, denke ich, nicht hinwegkommen. Das mag vielleicht gemein sein. Aber ich glaube, manchmal ist es besser, manchmal ist es besser, die Wahrheit nicht zu kennen. Es ist einfach so. Hier sind sie, die beiden Memory Sticks. Wenn du sie zur Memory Kammer bringst, wirst du sicher eines Tages Vergebung finden. Wie? Vergebung? Ach, nichts. Ich bin so dankbar, dass die Erinnerungen meiner Partner geborgen wurden. Ich werde für sie einen tollen Ort in der Memory Kammer finden und dort täglich für sie beten. So werden diese furchtbaren Albträume hoffentlich ein Ende haben. Engel, ich danke dir. Wie gesagt, ich sehe halt einfach keinen Sinn da drin. So sieht schon so aus. Bist du sicher, dass du damit leben kannst? Ja. Die Wahrheit ist manchmal zu viel für so zerbrechliche Wesen wie Menschen. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Tja. Sieh mal da. Da ist sie. Unsere Statue. Hast du Olivias Fusionszelle noch? Nö, habe ich weggeschmissen, ja. Adam. Die muss in die Fusionszelle. Okay. Das Gebäude. Es leuchtet ja. Es leuchtet. Das Gebäude dort ist ein Motel. Das ist ein Ort zum Schlafen und Ausruhen, richtig? Ja, das hat Olivia vermutlich mit Ruhe gemeint. Die Inneneinrichtung ist noch hässlicher, als du glaubst. Selbst für so einen Absteiger. Aber einen Ort zu haben, an dem man sich ausruhen kann, lässt einen wieder zu Kräften kommen. Stimmt. Ah, aber ich hatte trotzdem etwas mehr erwartet. Enttäuschend. Ja. Wie, das war jetzt alles? Das ist wirklich enttäuschend. Aber wenn ich dafür wieder in Gesehen bin, soll mir das recht sein. Was macht sie denn da? Ey, yo! Ich habe den Gesang der Sirene gehört. Ich wusste, dass du das schaffst, Engel. Hast du den Schatz? Als die Sirene anfing zu singen, gingen überall die Lichter an. Aber das war's auch schon. Das war alles? Ich hatte irgendwie erwartet, der Ort der Ruhe wäre was Besonderes. Wir alle. Tut mir wirklich wir alle. Leid. Ich habe es falsch interpretiert und deine Zeit verschwendet. Nein, wie Adam schon sagte, einen Ort zu haben, an dem man sich ausruhen kann, gibt einem Stärke. Manchmal ist ein solcher Ort besser als ein Schatz. Hast du recht. So wie Zion unser Ort der Ruhe ist. Ich muss los. Sag Bescheid, wenn du noch was Wichtiges herausfindest. Klar. Pass auf dich auf. So, jetzt muss ich noch eine... Was? Ach ja, ich kann die beide zurückbringen. Oh Gott, ich gehe erstmal zum Fischhändler. Und dann gehen wir wieder zu dem einen Typen zurück. Und dann, wenn nichts dagegen spricht, können wir... ich würde ja doch gerne nochmal... den anderen Gebieten gucken, ob da jetzt auch quasi Nebenquests verfügbar sind, weil es wirkt schon fast ein bisschen so. Aber in der großen Wüste war nichts. Chateau Moulac, Jacques Tournel, Naparonti. Oh, die perfekte Kombination. Das weiß er. Danke. Hab tausend Dank, Engel. Danke, Engel. Du bist mein Lebensretter. Komm doch auch zur Trauerfeier, wenn der Vollmond am Himmel steht. Okay. Schick mir eine Einladung. Ich muss los. Hab
hab schon seit Jahren keinen guten Wein mehr getrunken. Nur ein kleiner Schluck. Nein, hallo Kumpel. Das hat mich erst in die Situation gebracht. Okay. Dann bleibt nur noch, es ward Licht über. Nicht hier hinten. Es werde wieder Licht, nicht das ward Licht. Beagle macht seine eigenen Questen. Wo ist das nochmal? Irgendwo hier, ne? Hallo. Hey, Digga, lebst du dich? Ich erlerne gerade die Regeln dieser Stadt. Danach. Kann ich. Oh, kann ich. Cool. Ich muss jetzt. Ich habe nicht. Wir sehen uns wieder. Ich meine, das war hier, ne? Ja, ja. Yes, hier bin ich richtig. Yo, Rosie. Willkommen, Schwester. Er nennt mich immer Schwester, ey. Bringst du gute Nachrichten? Leider nein. Hier. Felix's Memory Stick. Nein. Was ist passiert? Er war ein Idiot und ist gestorben. Felix war anscheinend in der großen Wüste unterwegs. Und meinte, er hätte die Stimme der Wahrheit gehört. Mhm. Er war überzeugt, dass Mother Sphere keine Göttin ist. Und er die Wahrheit gehört, gesehen und gefühlt hat. Wer weiß, ob er den Verstand verloren oder wirklich eine Spur verfolgt hat. Ein Wunder, dass ich ihn überhaupt finden konnte. Das kann nicht sein. Vielleicht hätte das alles lieber nicht ans Licht kommen sollen. Das sagst du mir jetzt! Er war wahnsinnig. Die Worte eines Irren können doch nicht als blasphemisch gelten. Aber warum hat Mother Sphere Felix solche Qualen leiden lassen? Tja, frag dich das mal gut. Wenn Felix wirklich wahnsinnig war, warum hat er dann das alles auf sich genommen? Oh... Mother Sphere, allwissende Herrin, warum unterziehst du mich solchen Prüfungen? Bitte, vergib Felix. Und bitte, vergib mir. Hör mein Gebet. Und schenk uns Erleuchtung. Schenk uns Erleuchtung. Ja. Schon ein bisschen crazy, der Dude, ne? Jetzt habe ich aber eigentlich alle die... Jetzt sind nur noch die von der Tafel über. Ja, ja. Aber jetzt möchte ich trotzdem noch mal... hierhin, ins Ödland. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass ich irgendwelche Questen jetzt verpasse, die da im Nachhinein noch kommen und dann stehe ich da, Mann. Lass mal gucken. Altes Levoir und Abyss Levoir. Das kann man doch nur verwechseln. Okay. Hier habe ich nichts verpasst. Wie komme ich denn jetzt am besten? Nach Matrix 11, ohne schon alles zu triggern. Vermutlich gar nicht, ne? Und in Matrix 11 habe ich auch gar keine Karte. Wobei Eidos 7 war jetzt auch Glück, dass ich das quasi gefunden habe. Schwierig. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Lilly zurück, denn ich habe, glaube ich, genug Trankdings der Bümster. Ich bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal. Oh. Lilly, weißt du, wo Adam steckt? Gerade eben war er noch hier.
Ich bin sicher, er taucht bald wieder auf. Wir könnten doch so lange das Körpergerüst checken. Mein Körpergerüst? Also, Eve, weil du eine ganze Menge an Körperdaten gesammelt hast, können wir jetzt die Energie der Körperzelle verteilen und deine Offensivkraft erhöhen. Cool. Die Belastung wäre größer, aber wir könnten die Anzahl der Sockel erhöhen für eine zusätzliche Exospine. Das wird bei einem Kampf nützlich sein. Bitte kümmere dich leicht darum, Lilly. Jupp, geht los. Das piekst jetzt vielleicht. Das hier muss ich nur kurz... Da, fertig. Wenn das bei uns Menschen mal so einfach wäre. Danke dir, Lilly. Wie kann denn ein Alpha-Nativer im Orbitlift sein? Keine Ahnung. Hätte Orkel uns nicht geholfen, hätten wir das vielleicht nie mitbekommen. Dass es hier noch einen funktionierenden Orbitlift gibt. Das lässt sie nicht los, ne? Ah nein, 2 von 3, wie gemein. Na gut, dann ist das so. Oh. Abfolge. Ich glaube, dann mache ich das hier, weil... Nein, ich nehme die Beta-Fähigkeit und würde die jetzt auch gerne verbessern. Wie habe ich die nochmal verbessert? Ich glaube, ich bei ihr, ne? Wie kann denn ein Alpha-Nick... Hätte Orkel uns ja, nicht... Ja. Soll ich dir helfen? Ja. Da. Beta-Trunks. Und das hier. Maximal verbessert. Das klingt sehr gut. Ist Adam jetzt da? Ja, warte mal. Es ist jetzt nichts dazugekommen, oder? Hm. Bist du schon so weit und willst los? Naja, ist jetzt übertrieben, ne? Bin fertig. Und du, Lilly? Wir werden der Kolonie so nah sein. Das muss ich erstmal verarbeiten. Zerbrech dir nicht so den Kopf. Eve ist diejenige, die im Weltraum sein wird. Du und ich warten beide brav im Tetrapod. Ich weiß, aber... Hey, wir sehen, was sie sieht. Also macht die Distanz kaum einen Unterschied. Okay? Dann los. Ich will erst noch mal zu Matrix 7. Matrix 11. Ist alles das gleiche. Alles das gleiche, Leute. Alles das gleiche. Mal gucken, ob es da vielleicht irgendwie eine Quest oder so gibt. Und wir könnten vielleicht doch nochmal die eine Nebenquest machen, ne? Wäre gar nicht so verkehrt, ne? Okay. Okay. Matrix 11. Die Gegner sind auch ganz hier unten, direkt am Anfang. Das könnten wir uns zunutze machen und direkt mal 10 töten. Wenn ich jetzt schon extra hier bin. Und dann können wir in den Orbit fliegen. Wobei, jetzt triggert es mich schon. Ich meine, das mit dem Fisch, das werde ich nicht schaffen, wenn ich ehrlich bin. Sehr unrealistisch bei mir. Wir reden davon, dass ich Fische angeln soll. Das ist bei mir in etwa... Oh Gott! Ah!
gefunden. Hat er sich jetzt extra... Oh, er hat sich die Zeit gelassen. Ich habe sie beide getötet. Wie habe ich das denn gemacht? Habe ich gemacht. Weiß nicht wie, aber habe ich... Ey! Yo, Brosi, ich komme gerade nicht zu dir, weil ich hänge fest. Ja, ich habe das Blocken, ohne dass ich direkt einen Angriff benutze, hart trainiert. Leute, hart trainiert. Okay, wo noch? Oh Gott, ah! Das war fast richtig. So viel dazu. Was? Krebs hier nicht so rum, du Ekelvieh. Also ich glaube ja, der Dead Space-Typ wäre doch stolz darauf. Ich finde es halt auch so signifikant, dass Stella Blade die Dead Space-Passagen besser gemacht hat, als der Dead Space-Typ das Ganze in Callisto-Protokoll. Gewagte These, ich weiß, aber ich empfinde das so. Das ist, wie ich es empfunden habe, dass Rise of the Runin für mich das bessere Ghost of Tsushima war. Oh Gott, jetzt werden mich ganz viele Menschen hassen für die Aussage. Aber es ist, wie es ist. Ich hatte aber einfach mit Rise of the Runin mehr Spaß als mit Ghost of Tsushima. Es kann auch einfach am Ende liegen. Und ich will nicht sagen, also optisch ist Ghost of Tsushima um Längen schöner. Einfach alles ist an Ghost of Tsushima optisch schöner. Aber generell hatte ich tatsächlich mit Rise of the Runin mehr Spaß. Wie viel musste ich jetzt nochmal töten? Könnt ihr mal ein paar Leichen schnappen? Ich erlaube dir, dass du dir eine Leiche nimmst. Oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Au. Acht von 10, das ist genau richtig, Leute. Das ist genau richtig. Oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. 9 von 10. Ein bisschen blocken wäre aber trotzdem nicht schlecht. Nur ein bisschen. Jetzt habe ich sogar mehr gemacht als notwendig. Naja. Ey. Aua. Also, das ist frech, ja. Hab ich erfüllt, ne? Erstatte Bericht. Das muss ich nur noch wieder hier rausfinden. Was? Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich weiß natürlich exakt, wo es rausgeht. Nicht. Hab's gefunden, Leute. Hab's gefunden. War easy going. Ach ja, ich kann ja mal gucken. Ich wollte jetzt einfach auffüllen. Was halt frei ist. Das ist okay. Dann machen wir noch das da oben. Ich glaube aber nicht, dass ich noch genug zusammenkriege, um alles zu füllen. Ich glaube, das ist dann so ein New Game Plus Ding.
kann aber was überprüfen. Ich meine, die Namen sind zwar nicht immer sehr identisch, ich kann aber trotzdem mal gucken. Idle Seven Side Quest, The Words of Mother Sphere. Ich glaube, das habe ich gemacht. Tabu habe ich auch gemacht. Oblivion, Siren Song, and of Night Fish Research. Das habe ich irgendwie alles noch nicht komplett. Altes Lavoir. Oblivion, okay. Das haben wir, glaube ich, hinter. Altres. Was ist denn Altes Lavoir? Ist das das hier auf, nee. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was... Bist du Altes Lavoir? Weil das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Wife's Medicine, Source of the Nightmare, Memories in the Doll. Das habe ich tatsächlich komplett gemacht. Aua. Das wollte ich gar nicht. Ah, Karte. Altes Lavoir, das ist das hier tatsächlich. Dann habe ich die wohl schon gemacht, weil habe ich ja schon. Legion's Secret Stash. Okay. Urgent information. Ich glaube, dass ich dann soweit aber alles gemacht habe, bis auf ja, ne? Bis komm zum Tetrapod zurück, wenn was. Ab nach Xion zurück. Dann gebe ich die jetzt noch ab und dann haben wir eine gute Gelegenheit nächste Folge. Dann die Hauptquest zu machen. Im Orbit müsste ich, so wenn ich es richtig verstanden habe, ich zumindest gehe ich davon aus, dass im Englischen Sphere 4 heißt und das hier Orbit 4 heißt, gehe ich davon aus, dass ich dass das exakt das gleiche ist, nur das, ne? Das hätten es ruhig Sphäre hier auch nennen können, aber sei es drum. Da finden wir noch Outfits. Und davon sind, glaube ich, ein oder zwei gar nicht mal so schrecklich. Ja, ich bin immer so pingelig mit meinen Outfits, ich weiß. Ist jetzt aber auch nichts Neues, ne? Einfach umrennen, weil ich es kann, weil ich der Engel bin. Xan, habe ich nichts mehr zu klären. Etwas unordentlich. Es sollte helfen, den... Der letzte Wein. Wollt ihr mich verarschen? Muss ja echt unwiderstehlich sein. Ach, come on, really? Es war schwieriger, die Schädel zu finden, als sie zu bekämpfen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Mission. Finde die Schatzkiste in... Hole Chateau Moor in... Ich muss sagen, das geht mir jetzt ein ganz klein bisschen am Sack. Ich bin 3 Questen davon entfernt, dass ich theoretisch einfach weg könnte. Die roten Punkte gehen mal ein bisschen an. Keks, wenn ich ehrlich bin. Ich bin 3 Questen davon entfernt, dass die Welt in Ordnung ist, aber irgendwie... Boah, ich habe ja doch erstaunlich wenig gefunden. Ja, dann, ne? Oh, ich habe alle Tagebücher gefunden. Nachrichten habe ich nicht alle gefunden. Okay. Reihen habe ich auch nicht alle gefunden. Bücher auch nicht, aber da habe ich fast alle gefunden. Was für Solarturm? Information Oase. Ha.
Faszinierend, Leute. Ich bin fasziniert. Ich habe in der großen Wüste auch noch Schlüssel offen. Unbenutzt. Unbenutzt. Große Wüste, zerstörte Hypertunnel. Ha. Wie spannend. Ich habe Codes für Schlüssel. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe Codes für Schlüssel. Ich habe Kisten. Ohne Codes. Und Schlüssel ohne Kisten. Das ist ein bisschen blöd, ne? Wo roter Punkt? Da. Werbung habe ich auch nicht alle gefunden. Mir fehlt noch ein Charakter, Leute. Ein Charakter fehlt mir noch. Ihr Schicksal finde ich auch super traurig, wenn ich ehrlich bin. Das sind alle Fische, die ich bis jetzt gefunden habe, Leute. Alle. Und die wollen, dass ich alle 39 Fische fange, um Clydes Quest zu beenden. Und ich weiß nicht, ob ich dafür ready bin. Na gut, meine Liebe, ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch soweit einen wunderschönen guten Tag. Und, oh Gott, ich habe bald mal alles Orangene weg. Krass, ne? Und haut rein.